Hallöchen, meine Käsekäse, willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 3, die Family Casey Challenge. In der letzten Folge haben wir einen kleinen Bub bekommen namens Taylor. Aber das wird ja wohl nicht der einzigste sein. Ich habe offscreen noch ein bisschen gemacht, denn ihr seht ja, in dem Haus hat sich ein bisschen was getan. Ich habe ein bisschen umgeräumt, ich habe ein bisschen auch was gekauft. Und wir haben sogar noch ein bisschen was über. Das habe ich hingekriegt durch diesen Stall. Ich habe den Pferdestall umgemotschert, weil der gebackt hat. Jetzt haben die so eine Sache und da habe ich gleich so einen Heuboden gemacht. Da können wir dann Heu hin verteilen. Und ich habe extra, das habe ich glaube, das ist so, dass die Pferde nicht immer zu an meinen Pflanzen rangehen. Dass die, habe ich halt so einen Zaun hingemacht, aber bringt uns ja sowieso nichts, weil wir Winter haben. Ein Gewächshaus geht leider nicht. Und ich habe mir einen Hühnerstall gesucht. Und das Pferd hat Durst. Dann muss ich mal was trinken. So. Dann würde ich mal sagen, gehen wir auch mal. Was macht der Kleine? Und ich habe vielleicht vor, ihn halt wieder zum Normal zu machen. Ich weiß aber nicht, ob das. Wie das geht, das kann ich noch gar nicht so sagen. Und hier ist die Wäsche noch. Machen wir mal rein. Der verteilt hier die ganzen Spielsachen hier. Packen wir mal wieder rein, der Kleine. Es sieht jetzt schon etwas haushaltsmäßiger aus. Natürlich werden wir da noch ein bisschen umbauen. Aber was hat er? Er hat Hunger. Entsorge die geschredderten. Ja, wegen mir. Der hat Hunger, der Kleine. Gib doch den Kleinen doch erstmal was zu essen. Auf Boden füttern. So. Und du kannst erstmal essen. Könnt ihr beide erstmal was essen? Der Kleine muss mal ins Bettchen. Der Kleine ist außerdem auch ein Vampir, aber wie schon gesagt, ich möchte Buker dann zum normalen Sim machen, dass wir auch ein bisschen Normalität auch noch drin haben. Huch! Jetzt habe ich das Versehen gekriegt. Was ist denn das? Ein Paparazzi. Ist denn ah, jetzt ist er noch ein Star, oder was? Das müssen wir mal gleich dann noch mal deaktivieren, weil den Rotz brauche ich nicht unbedingt, dass hier jedes Schwänzchen Star wird. Ich passe nichts mehr rein, müsst. Zack. Wir müssen mal ein bisschen die Zeitung entfernen hier. Oh. Hier hat jemand schon die Zeitung angefressen. Oh, bestimmt ein Pferd. Dass wir ein bisschen Ordnung hier reinbringen. So. Was macht das hier? Ach, das frisst das Heu, was noch da ist. Ja gut, wie schon gesagt, im Winter kann man nichts machen. Ich muss mal kurz bloß mal in die Einstellungen, in den Optionen mal machen. Ach, wo war denn das? Alterung aktivieren, ja. Bevölkerung. Weitere Bevölkerungseinstellungen, ja. Wollen wir nicht Mitglieder? So können wollen wir Vorteile der Bewohnereinstellungen aktiviert. Ja, das ist die Geschichte. Naja gut, müssen wir erstmal drinnen lassen. Neuer Freund. So, deswegen ist er im Star-Level oben. Dusche dreckig, ja.
Gut, der Kleine schläft ja noch. Da kannst du dich ja noch ein bisschen um die Pferde und die Hühner kümmern. Die Hühner sind bislang unsere einzige Einnahmequelle. Wo wir ein bisschen was machen könnten. Und sammeln wir die Eier ein. Wir haben drei Eier gesammelt. Taylor da. Ach so, weil ich außerhalb bin. Was? Oh, wenn ich ein Stück außerhalb war, dann kommt das gleich. Naja, wird wohl öfters passieren. Leckerchen geben kannst du später. Du kannst ja ein bisschen Heu verteilen, wenn du da dran kommst. Weiß ich nicht. Kümmere dich mal ein bisschen um die Pferde. Ah, gut, funktioniert. Und verteilten die denn das hin? Ach, sie jetzt hierhin verteilt. Das Problem wird sein. Machen wir mal hier vorne hin. Da kommen sie besser dran. Ja. Da muss mal kurz aufräumen. Ach so, sie ist außerdem in einer Midlife Crisis. Eine Wasserrutsche kaufen. Er ist bestimmt noch auf Arbeit. Nee, er ist schon da. Okay. Ja, guckt doch Fernsehen. Da freut er sich. Schau in die Röhre, Baby. So. Verabredung. Freundlich. Freundschaftlich umarmen. Bitten zu säubern. Also er macht schon viel. Also das kannst du ihn jetzt nicht. Romantisch. Ah, bitten. Hier. Bitten, Vampirkräfte aufzugeben, würde er garantiert machen. Geh mal dahin. Und vielleicht will man ein Kind als Vampir haben. Bitten, Vampirkräfte aufzugeben, wenn es geht. Wenn er möchte. Ich weiß nicht, ob er es möchte. Wir können ja mal höflich fragen. Bei mir. Möchtest du die Vampirkräfte aufgeben? Oh, möchte er wirklich. Okay, und wie macht er das? Muss der irgendwie was bestellen? Kann man hier irgendwas bestellen im Internet? Oh, ich habe schon so ewig. Entschuldigung, anhören. Hä? Was hat sie denn jetzt für ein Problem? Hä? Du weißt doch, dass der Vampir ist. Was ist denn jetzt dein blödes Problem? Komm, quatsch mal wieder zusammen. Wo ist denn das Handy von dem? Wieso hat der Müll? Achso, hier, gestandene Dokumente. Sag, weg ist es. Okay, ja, wegen mir. Kann er überhaupt was bestellen über das Handy? Fotos aufnehmen, Zimmern rufen, Dienste. Blurdo. Blurdo Chocoblart. Galushna. Ich will mal was. Ist der Kleine noch schon runter? Warte mal. Ich will mal was gucken. Kamera an sich. Kann man hier irgendwie, und müssen wir mal kurz auf. Alles für. Hier war doch so ein Alchemistenkram. Kann er hier irgendwas machen? Wetterbeschwörung, finsterer Nebel. Historische, was haben wir hier?
Was ist das hier? Vages Schenkel, das ist eine Scheune oder was? War hier nicht irgendwo was mit... Genau hier, Archivisten. Kann er ja dann mal hingehen, ganz kurz. Wie demütig. Ich bin wieder zurück. Danke. Die kann sich ja so lange mit dem Kleinen beschäftigen. Hör auf zu quatschen. Jo. Nimm das bestimmt sein Auto. Ach, das Auto habe ich im Übrigen auch mal hier vorgestellt. Dass jeder das auch mal benutzen kann. Oh, so war ich schon schneller. Laden tut's bisher. Hallo, kaufen. Weiß ich nicht, was wir haben hier. Guten Tag, Frau Gloria Brini, Kommissionsprofi. Salimin Lashimi. Team Ipsa. Na. Was kann ich denn kaufen? Eisenhut, kommissieren, Plasmafrucht. Fläschchen voll Schlaf, früh ins Bett. Was haben wir denn hier? Schweiferpilze, Stapelmus. Phobie voller Erleuchtung. Das ist die Fee eines, Glasenger Freundschaft. Statt die Fee eines Sims, jeden Sims verbessert. Okay. Jungbrunnen. Da hast du keine Lust mehr, verwunschen, unheimlich. Okay, mehr gibt's ja wohl nicht. Ich hab eigentlich mehr gedacht, hier gibt's irgendwo was, was man Vampirismus machen kann. Keine Lust mehr, unziemlich. Oh, ist das das hier vielleicht? Und das nehmen wir noch mit. Kann der ja irgendwas trinken? Elixier an sich selbst verwenden. Und nun? Nichts. Nach Anwendung scheint, fühlt sich Buka Singen anders. Die magischen etwas schwächer, aber dann mehr wie gewöhnlich ist denn. Das funktioniert. Ist geheilt. Ist er jetzt normal? Ja, er ist wieder normal. Okay. Hör auf zu tanzen. Wir gehen jetzt. Gefühl der Heilung. Also ist er jetzt normal. Das ist schon mal super. Sie ist auch noch hier. Der Kleine schläft noch. Schläft. Kann ich den auch zudecken oder geht das nicht? Hier steht nur was von Halten. Falten überprüfen. Ach komm, das kriegst du schon hin. Hey, Schätzchen. Geschichte erzählen. Hey, Schatz, wie geht's denn? Wie steht's denn überhaupt? Kann man das noch essen? Ja. Die putzen sich auch noch gegenseitig. Warte mal kurz. Du hast doch hier das komische Elixier. Kann sie da irgendwas? Fähigkeiten. Die Fähigkeiten, die sie jetzt besitzt. Ich würde das jetzt mal ausprobieren. Elixier trinken. Das ist absolut klar, während sie empfänglich wird. Sollte mal erwarten, dass der Bruder weiß, welche Fähigkeiten sie verbessern kann. Wir schlafen gehen. Ach so. Wahre Erleuchtung.
Du kannst später die schmutzige. Ach, die ist ja noch. Die schläft ja noch. Komm hier. Das kann er machen, nur. Wer ist das denn? Ach, komm, geh ins Bett. Was kann er jetzt machen? Ich hätte gerne die Krähe gehabt, aber ich habe leider keinen Käfig oder sowas, was ich nehmen könnte. So eine Krähe als Haustier wäre bestimmt geil. Wir kommen doch bestimmt auch mal, Liebe. Hier, du kannst ja mal duschen gehen, auf mit den Pferden zu spielen und danach gehst du dich entspannen, wie schlafen. Oder nein, warte mal, du kannst dann die Kleinen mal füttern. Was ist das hier? Ach, ein Waschbär! Der ist im Schnee versunken. Was heult der? Gut, komm. Luca. Ich weiß, du musst. Ihr könnt ja dann tauschen. So. Kann ich den hochnehmen? Oh, die Waschmaschine vibriert aber heute ganz schön. Naja. Die ist dann soweit ausgeschlafen. Dann kann die sich dann um das Kind kümmern. Dann kann er dann schlafen gehen und. Ja, dann sehen wir uns dann am nächsten Tag, würde ich mal sagen. Die guckt immer aus dem Fenster, wie sonst was. Komm, wir können mal entspannen wieder. So, hier. Oh mein Numana. Azabala. Also das finde ich hier so praktisch. Das hätten sie bei Sims 4 auch wieder machen können. Komm, lass uns noch eins machen. Wäre cool, wenn das nächste Mal noch Zwillinge wären. Also fruchtbar ist auf alle Fälle. Ja, Klo, du kannst mal das benutzen. Du kannst mal was essen, Luca. So. Und wir machen ein bisschen auf Vorspulen. Dann benutzen. Und dann macht der Kleine noch einen kleinen Snack, würde ich mal sagen, während du das dann machst. Und dann geht's für den Kleinen erstmal ins Bett Mittagsschlaf machen. Penny rauslassen. Ja, das wäre mal an. Oh, die ist doch schon draußen. Weiß ich, was war's? Nein, weil ich sie in den Spiegel guckt. Deine Falten kannst du später überprüfen. So. Aber wieder 5 Eier sogar. Da haben sich die Hühner das Futter wirklich verdient. Was macht er? Hufe auskratzen kannst du später machen. Kannst erstmal die saubere Wäsche holen. Und die geht jetzt noch duschen. Jetzt kann er sich um die Pferde kümmern, das ist egal. Okay.
Oh. Belashu. Die hat sich mit einem Vampir angefreundet. Ach so, bestimmt wegen dem Kleinen. Der Kleine ist ja ein Vampir. Uiuiui. Hä? Wo ist er denn? Ach so, der fährt Schlittschuh. Jojo, was macht denn der? Du kannst ja nebenbei, während du da sitzt und schaukelst, kannst du ja dein Buch noch lesen. Im Winter macht es sich ein bisschen besser. Oh, ich mache mir so lange hier ein bisschen was sauber. Ah, jetzt muss ich mal den Teller rein. Und was macht Buka? Der ist immer noch hier. Er feiert seinen Geburtstag scheinbar auf dem Teich. Hoffentlich bricht er nicht ein. Alten hat der noch nicht auf, ne? Ne, das ist das Pferd. Oh, das ist aber schon ziemlich gut. Angeln. Er kann mehr angeln. Das ist auch wieder gut für uns, wenn wir wieder... Ja, sie kriegt nur... Sie muss halt für den... Theoretischerweise fangen. Achso, Buka, kannst du mal... Wo ist denn unser Briefkasten überhaupt? Posten ihm. Über Schlitzchen zu fahren. Geschmust werden. Das kannst du machen, Pferd. Hm. Pferd? Welches ist denn das? Ach, Krübel ist das. Okay. Clint 3.0. Okay. Bruder. Was ist denn? Alte Feinde, Tate Curly, Ex-Freundin, okay. Oh, da hat er schon einiges durch, mein Gutste. Ja, frag den Hühner, ob die Straße überqueren können. So. Eigentlich ist ja auch immer sonst ein Huhn oder sowas. Aber vielleicht ist das wegen dem Schnee nicht so. Es kann gut möglich sein. Ja, Buka, wie wär's denn damit, wenn du mal reingehst? Die ist nämlich kalt. Ein Kamin wäre vielleicht auch nicht mehr so schlecht. Sie möchte ein Vampir werden. Ja, Samen finden, ja, aber... Ist ja irgendwas kaputt, oder? Hm. Hier, Macaroni mit Käse kannst du mal machen. Ist ja schon wieder hier draußen, der mag das irgendwie. Als Graulen. Genau, das ist dein Pferd. Das kannst du ruhig mitnehmen. So. Ihr ist schlecht wegen unbekannter Ursache. Mhm. Wir hätten ihn eigentlich Kuchen kaufen können, aber... Das habe ich dann auch wieder nicht gedacht, ja. Trinken, gebürstet werden. Buka kümmert sich aber auch gut um die Pferde, hätte ich nicht so gedacht. Kümmert sich um das Kind, kümmert sich um den Haushalt. Mia braucht ihr bald gar nicht mehr zu machen.
Ugarte. Ugarte aber dafür die Pferde immer um sich zu bringen. Das Klo dreckig gemacht, kannst gleich wieder sauber machen. Kannst gleich benutzen. So. Der kleine oben was? Das erste Spielzeug. Also wenn mein Trockner auch so vibrieren würde, dann würde ich Angst bekommen, dass er mich irgendwann anfällt. Falsche Sinn. Na ja, gut, dass sie da ist. Uka ist nun ein reifer, verantwortungsvoller Erwachsener. Naja, wenigstens, meistens. Er sollte langsam sich Gedanken über Karriere und Familienplanung machen, solange noch. Na, hat er doch schon gemacht. Und so eine Midlife-Crisis. Hoffentlich. Ich will das auch mit der Midlife-Crisis. Nein, das kann nicht sein. Es kommt so vor, als wäre er erst letzte Woche als Booker wegen seiner noch Schüler, was? Schülerrabatt bekam, wenn er kämpfen würde. Kann man weiter daran festhält, nicht wahr? Ja, was sind denn die Midlife-Crisis-Wünsche? Naja, ist ja jetzt auch egal. Ich sag jetzt erstmal, schauen wir und wir sehen uns in der nächsten Folge von The Sims 3 Family Gacy wieder. Und da hat Mia dann schon ihren zweiten Braten in der Röhre. Und dann gibt es scheinbar dann nächste Folge dann wieder Nachwuchs. Ciao, ciao.